Also ich hole dir Inspiration aus dem Alltag, sicher. Teils und teils aus der Arbeit selber. Für mich ist es so, dass mich das tägliche Leben nicht sonderlich inspiriert. Weshalb trotzdem irgendwie Kunst entsteht, ist eigentlich so, man ist gewöhnt dran, man kann nichts, ich kann nichts anderes. Und er vorhin erwähnt hat, dass irgendwie etwas ist da und wird im Sinne eines alltäglichen prosaischen Prozesses weiter verarbeitet, verwurstet, umgewandelt. Und diese Magie, die da entsteht, inspiriert mich durchaus. Dieser Mix zwischen dem Dilettantischen und dem Genialen, was Sie ja in Ihrer Arbeit oder was Sie mit Ihrer Arbeit ausdrücken, das war für uns der große Reiz, diese Ausstellung zu unternehmen, weil uns das selber als Haus und als Programm auch interessiert. Im Parterre geht es darum, dass es einfache, povere Materialien sind, die durch Bearbeitung und ganz viel manuelle und auch geistige Sorgfalt einen Wertzuwachs erhalten. Da hier oben geht es ein bisschen um Malerei. Und das sind zwei völlig verschiedene Ansätze von Malerei. Das eine eben aus diesem hundertfachen, tagebuchartigen Plattencover gestalten und die größeren Formate, die dann konzeptueller entstanden sind. Ich denke, das Besondere ist, dass all diese Einzelstücke, wenn man das so sagen darf, zusammenfinden in dieser Ausstellung und hier verwebt werden, verschränkt werden. Und das ist die besondere Leistung auch dieser Ausstellung, dass alles zusammenkommt in einen Kosmos, in eine Art Universum Lutz Guckisberg.